Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und vielleicht habt ihr mein Audi A3 45 TFSI E-Video schon gesehen. Das habe ich damals in Ingolstadt in so einer Halle gemacht, weil ich euch den unbedingt zeigen wollte. Und jetzt, ein Jahr später, durften wir ihn endlich testen und erfahren. Und dazu möchte ich euch berichten. Und falls ihr darauf Bock habt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch sehr gerne unseren Kanal The Car Crush Review, denn hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir. Und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden natürlich nicht nur über das Fahren sprechen, sondern auch über den Innenraum, über den Kofferraum, den Unterschied zwischen Plug-in-Hybrid und dem Verbrenner. Und die Optik werden wir jetzt als erstes besprechen. Und dafür würde ich sagen, kommt ihr jetzt mal einfach mit. Vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter teilnehmenden Partnern wie Leasingmarkt oder Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich jetzt vor allem eben bei Plug-in-Hybriden oder Elektroautos lohnen, denn bei PHEVs, wie man auch sagt, bekommt ihr eine Förderung von bis zu 6.750 Euro und profitiert von einer Dienstwagensteuer von 0,5%. Das bedeutet, ihr bezahlt nur die Hälfte im Vergleich zu einem Verbrenner. Und jetzt sprechen wir erstmal über den A3. Und ich weiß, Jan meckert immer, dass ich immer sage, ja, ich bin mal in A3 gefahren. Übrigens, ich bin mal S3 gefahren. Ja, falls ihr es noch nicht wusstet, ich hatte meinen S3 für 2-3 Jahre. Ich habe dieses Auto geliebt. Und jetzt ist er neu. Hier steht er jetzt in vierter Generation als A3. Der ist deutlich sportlicher geworden und jetzt ist auch spannend, ihn gibt es jetzt als Plug-in-Hybrid. Und hier haben wir jetzt die Performance-Variante von dem Plug-in-Hybrid dabei, nämlich den 45 TFSIe. Den 40er haben wir euch schon vorgestellt, der hat 204 PS. Der hier jetzt 245 PS, und was der kann, besprechen wir später bei der Fahrt. Jetzt aber erstmal über die Optik. Serienmäßig bekommt ihr jetzt LED-Licht. Optional gibt es auch noch das Matrix-LED-Licht. Das hätte ich euch gerne gezeigt, denn da gibt es eine Besonderheit. Hier unten bei den A3-Modellen gibt es dann so 15 LEDs, die dann verschiedene Lichtsignaturen haben. Beim RS3 geht dann beispielsweise das RS3 durch mit so einer Rennflagge. Bei dem hätte man dann ein E in der Leuchte, das hätte ich euch gerne gezeigt, aber schaut da mal beim 40er bei uns vorbei, da sieht man das nämlich. Sonst ist jetzt hier vorne bei der Front serienmäßig übrigens immer die S-Line mit dabei bei dem 45er. Black-Paket haben wir jetzt hier auch, heißt schwarze Audi-Ringe, was natürlich sehr sportlich ist. Auch der Single-Frame ist schwarz umrandet und wir haben jetzt hier diese kleinen Elemente, bei Audi nennen sie es liebevoll Pommes, auch nochmal in so einem Klavierlack. Ich mag die Kombination eben hier aus dem matteren Schwarz und dem glänzenden Schwarz. Remniszenz an den Urquattro hier unten, drei Öffnungen, die aber geschlossen sind. Die Motorhaube ist übrigens auch sehr sportlich nach vorne gewölbt, ein bisschen anders eben als bei meinem A3 damals. Und was ihr auch habt, ist hier unten sehr viel Wabenmuster und auch auf der anderen Seite. Ein bisschen schade ist bei dem A3 Plug-in-Hybrid ist es jetzt geschlossen. Beim S3 und beim RS3 habt ihr dann auch Öffnungen eben zur Motorkühlung. Hier habt ihr tatsächlich nur hier so eine Öffnung, sonst leider nicht. Und natürlich hier nochmal hinter dem Grill. Wenn wir jetzt an die Seite gehen, sprechen wir über die Maße. Und der ist jetzt 4,34 Meter lang, 1,82 Meter breit und 1,43 Meter hoch. Das sind gute, kompakte Ausmaße. Wettbewerber wären beispielsweise auch der Seat Leon als Plug-in-Hybrid oder auch der Cupra Leon als Plug-in-Hybrid, beziehungsweise eben der Skoda Octavia RS iV, haben wir euch alle vorgestellt. Aber andere Wettbewerber wären beispielsweise auch der Peugeot 308 oder der Ford Focus. Jetzt ist ein bisschen schade hier an der Seite, den Plug-in-Hybrid gibt es nicht als Limousine in beiden Varianten, der 40er und der 45er Variante. Finde ich mega schade, weil ich bin großer Fan von der A3 Limousine. Warum, konnte ich nicht herausfinden. Falls ihr es da draußen wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht liegt es am Kofferraumvolumen, was ihr natürlich ein bisschen einbüßt. Vielleicht liegt es auch, ich weiß auch nicht, am Akku, der dann hinten nicht mehr reinpasst. Falls ihr es wisst, schreibt mir da gerne in die Kommentare. Wenn wir jetzt hier vorne stehen, bevor wir über die Optik sprechen, sprechen wir jetzt erstmal hier über das Technische. Und zwar ist es das Laden. Das könnt ihr hier machen. Der Akku sitzt hinten quasi unter der Rückbank und
fest 13 Kilowattstunden. Den könnt ihr jetzt mit bis zu 2,9 kW laden. Leider nicht wie beim GTE, der jetzt auch ein Wettbewerber wäre, mit bis zu 3,7. Und dann wäre er in 5 Stunden voll jetzt in diesem Fall. Das ist okay, da kann man mal nachts auch eine Wallbox anschließen, beziehungsweise eben ja auch an der Steckdose, an der Haushaltssteckdose, das funktioniert. Ladezeiten sind in Ordnung. Reichweite liegt übrigens bei 58 bis 63 Kilometer nach WLTP. Wie weit wir gekommen sind, werde ich euch später erzählen. Und an dieser Stelle kurz noch zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist es Next Level Energy. Was machen die? Die haben einen eigenen E-Shop, und zwar den Nick E-Shop. Da bekommt ihr mit dem Code TheCarCrash, ich schreibe es euch unten auch nochmal in die Infobox, 25 Euro ab einem Einkaufswert von 150 Euro. Schaut da gern vorbei. Die haben zum Beispiel Wallboxen, aber auch eben Lösungen für Energiespeicher und Photovoltaikanlagen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist uns hier vorne mal die Felge anschauen. 17 Zoll in der Serie, optional 18 Zoll. Die haben wir jetzt auch hier. Sehr schöne Felge, jetzt hier in der Mitte auch nochmal das Audi-Logo. Die kostet übrigens 1000 Euro Aufpreis. Besonders ist, ihr habt jetzt hier immer rot lackierte Bremssättel. Vorne sind die Bremsscheiben 340 mm breit, hinten 310 mm. Ihr bekommt hier eine Progressivlenkung für 250 Euro dazu. Die haben wir auch. Und leider, großer Kritikpunkt, kein adaptives DCC, also keine verstellbaren oder adaptiven Dämpfer. Die gibt es im GTE für 1000 Euro Aufpreis. Hier leider nicht. Warum Audi? Super schade. Und ihr bekommt hier auch kein Allrad, sondern nur einen Frontantrieb. Jan wird euch dann später genau erklären, warum das so ist bei der Fahrt. Da sitzt sich dann neben mich und erklärt das auch mit. Hier in der Mitte dann schwarzes Audi-Logo. Für mich persönlich sind die Rückleuchten ein großes Highlight jetzt hier in der neuen Generation. Unten wieder das Wabenmuster. Auch das ist natürlich wieder ein Designelement. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Genauso wie die Auspuffblenden da unten. Das sieht natürlich schick aus, dass wir da unten Blenden haben, aber es sind Blenden, es sind keine richtigen Endrohre. Schaut gerne mal unten vorbei. Ja, es sind zwei, damit es symmetrisch aussieht. Echt, kommt halt unten nur eins raus. Was mir dafür gut gefällt, sind diese sehr schwarzen Findlets hier an der Seite in Klavierlack und eben dieser große Dachkantenspoiler, der hier nochmal hervorgeht. Kleine Haifischflossenantenne da oben auch noch. Und abgedunkelte Scheiben übrigens hinten. Privacy braucht man ja auch beim A3. Und wenn Jan jetzt mal darüber geht, schauen wir uns vielleicht noch kurz den Tankdeckel an, denn im Vergleich zum Verbrenner gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Unter anderem habt ihr nur 40 Liter anstatt 55 Liter Tank, weil eben der Akku hier drin sitzt und das Tankvolumen ein bisschen geringer ist. Dafür habt ihr aber eben eine rein elektrische Reichweite. Und auch der Kofferraum ist ein bisschen kleiner, beziehungsweise auch die Anhängelast. Hier jetzt 1,4 Tonnen, bei den normalen Verbrennern kann das bis zu 1,6 Tonnen gehen. Das muss man wissen, und auch beim Kofferraum gibt es ein bisschen Einbußen. Wir sehen auch gleich warum, weil wir da drunter schauen werden. Der hat jetzt 280 Liter bis 1100 Liter, der Verbrenner hat 325 Liter. Bedeutet, wir sprechen hier über 45 Liter Verlust. Was ich sehr gut finde, ich liebe diese Audi-Netze, das sind so richtige Allmann-Netze, weil man damit alles verstauen kann, vor allem die Filmsachen, ich mache die jetzt mal auf, oder auch den Einkauf. Funktioniert super easy, kann man jetzt hier auch so rausmachen. Und dann haben wir jetzt hier die Ladekabel, die zeige ich euch auch mal schnell, kann man hier sehr gut verspannen, aber sie haben leider keinen Platz im doppelten Ladeboden. Hier seht ihr jetzt die Karre, die ist für die Haushaltssteckdose, und da seht ihr eben das Kabel für die Wallbox. Macht es jetzt hier mal wieder zu. Ihr seht auch, da gibt es nochmal so zwei Karabiner, wie man die dann an der Seite nochmal verstauen kann. Aber wenn Jan das jetzt mal hier kurz mich dahin lässt, kann man leider nicht hier unten verstauen. Schaut da mal kurz runter, ist relativ schwer, das hochzuheben. Das hätte ich ein bisschen besser gefunden, aber geht eben nicht, weil hier dann der Akku sitzt. Jetzt machen wir das hier wieder rein. Na? So, jetzt ist es wieder drin und machen hier die Hutablage noch ab. Das geht ganz einfach, ist jetzt auch mit so einer Schnur da oben fest. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser lösen können. Hier dann auch noch die Hutablage runter. Muss man ziehen. Leg die mal runter und jetzt schauen wir mal, wie wir die Rückbank umklappen können. Dafür mache ich mal die Kopfstütze hier noch runter. Geht von hier hinten ganz einfach. Ich komme auch dran. Andere Seite noch. Und jetzt habt ihr eben die 1100 Liter Fassungsvermögen. Schaut gerne mal rein, darum geht es ja. Das ist jetzt nicht so unfassbar viel. Wir werden auch gleich schauen, wie viel Platz ich auf der Rückbank habe. Aber es ist okay. So, als nächstes mache ich jetzt hier mal wieder die Hutablage rein. Kofferraum, Heckklappe in dem Fall jetzt nicht elektrisch. Bekommt ihr aber auch noch elektrisch. Bei der Limousine übrigens nicht, was ich voll schade finde. Ich bin 1,64 Meter klein, dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe und würde sagen, ihr kommt mal mit. Ich mache euch hier auf der Seite die Tür auf und zeige euch auch, wie einfach jetzt nochmal der Sitz nach oben klappbar ist. Super easy. Gehe noch auf die andere Seite. Und ihr könnt auch schon mal reinschauen, weil ihr sollt ja auch sehen, wie ich jetzt hier reinsitzen kann. Und ihr seht jetzt, Einstieg ist sehr angenehm. Ich mache hier mal zu, dass ihr mich besser seht.
wir haben die Sitze jetzt auf meine Größe nach vorne geschoben. Wenn Jan sitzen würde, wäre es hier deutlich enger, dann würde der Sitz ungefähr hier stehen. Schaut da mal bei ihm ins Review rein. Da haben wir es euch dann präsentiert. Dach ist jetzt relativ dunkel, ist jetzt hier aus so einem sehr gut verarbeiteten Stoff. Auch die Sitze sehen sehr gut verarbeitet aus von hinten. Die Sitze, auf denen ich jetzt hier sitze, sind sehr bequem. Und schaut mal, hervorheben möchte ich, dass wir jetzt hier auch relativ viel Seitenhalt haben für so einen Sitz auf einer Rückbank. Das Muster finde ich nicht so schick, aber es ist Geschmackssache. Isofix haben wir jetzt hier auch. Und auch noch so eine Mittelarmkonsole, weich gepolstert. Zwei Cupholder hier nochmal in der Mitte. Und hier unten dann noch zwei USB-C-Anschlüsse. In der Mitte sitzen wird ein bisschen schwierig, weil wir hier diesen Mitteltunnel haben. Das ist bei Elektroautos manchmal besser, weil dann hat man mehr Platz. Und jetzt kommen wir zu einem großen Kritikpunkt und das ist wirklich die Tür. Schaut die mit mir mal gemeinsam an, denn wir haben jetzt hier relativ viel Hartplastik. Unten ist ausreichend Platz für eine Flasche, hier aber leider Hartplastik, Hartplastik, Hartplastik. Hier ist es ein bisschen mit Soft-Touch-Plastik, aber schön hier glatt. Und hier oben haben wir wieder leichtes Soft-Touch, hier wieder Hartplastik. Türöffner ist dafür umso schöner. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Wenn ich mich richtig erinnere, war mein A3 damals deutlich besser verarbeitet. Aber wir werden nachher noch den Innenraum vorne anschauen und da ein bisschen mehr drüber sprechen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist vorne mal kurz die Motorhaube auf. Und dann erzähle ich euch noch was zu den Leistungsdaten, weil darum geht es ja hier bei dem Auto. So, und jetzt geht es ja darum, was ist eigentlich ein Plug-in-Hybrid? Ich habe es ja am Anfang gar nicht so richtig erklärt. Ein Plug-in-Hybrid bedeutet, wir haben einerseits die Möglichkeit eben einzupluggen, also von extern zu laden. Das ist kein Hybrid, der das dann von alleine macht. Und aber die Kombination mit einem Verbrenner. Hier haben wir jetzt einen 1,4 Liter Benziner mit 150 PS plus einen Elektromotor mit 80 kW. Zusammen haben die eben 245 PS in diesem Fall. Bei dem 204 PS ist es eben ein bisschen gedrosselt. Und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, der ist in 6,8 Sekunden auf 100. Wir werden nachher gemeinsam beschleunigen, so viel schon mal vorweg, es wird sehr viel Spaß machen. Die 40er-Variante ist ungefähr eine Sekunde noch mal langsamer, fährt vor max 232 km/h. Was er verbraucht, werde ich euch auch gleich noch bei der Fahrt erzählen. Beziehungsweise Jan wird es euch vielleicht erzählen, mal schauen. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist uns vorne noch den Innenraum anschauen. Wir werden über das Infotainment-System sprechen, über die Sitze, die wir da haben und über die verschiedenen Energie- und Ladeeffizienzeinstellungen. Und anschließend fahren wir gemeinsam los und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und hier stellt sich tatsächlich die Frage, ist er sein Geld wert? Wir werden es gleich besprechen. Zuerst fangen wir mal mit den Sitzen an. Wir haben jetzt hier die Sportsitze mit einem Stoff. Die sind sehr bequem. Ich habe hier auch sehr gut drin geschlafen als Beifahrerin. Oh, aber auch als Fahrerin ist es sehr bequem. Wir haben hier unten nochmal so eine Verlängerung, die wir rausfahren können. Das Einzige, was mir jetzt hier nicht gefällt, ist tatsächlich hier dieses Muster oben. Das sieht so ein bisschen retromäßig aus. Das finde ich, das passt nicht in so ein A3. Aber was umso schöner ist, ist die integrierte Kopfstütze. Sehr weich gepolstert und hier eben auch Audi-typisch ganz viel Speck um den Sitz herum, dass man sich auch sehr wohlfühlt. Als nächstes schauen wir uns die Tür an und da ist der größte Kritikpunkt, nämlich sehr viel Hartplastik. Schaut mit mir mal gemeinsam dahin. Türöffner finde ich sehr schön, sieht ein bisschen Lamborghini-mäßig aus, wie der sich da so reinfährt, inklusive in dieser kleinen Zierleiste. Aber wir haben fast überall Hartplastik, was ziemlich schade ist. Oben ist ein bisschen Soft-Touch, wir haben auf der Armauflage ja ein bisschen Soft-Touch, aber der Rest ist tatsächlich Plastik und so kannte ich das jetzt auch nicht von meinem alten A3. Da hätte ich mir mehr erhofft, vor allem für den Preis, den ich euch am Schluss nennen werde. Wir haben teilweise auch Stoff drin, aber für mich hätte da schon ein bisschen mehr Bezug sein können. Was dafür gut ist, ist die Einstiegsleiste, die wir jetzt hier haben. Wir haben leider ja nur außen das S-Line, innen haben wir das S-Line leider nicht. Das hätte ich noch dazu konfiguriert. Die Fußmatte ist auch relativ unspektakulär und ebenso ist auch hier das Handschuhfach unspektakulär. Was ich aber mag, ist, dass hier drin wieder alles eben mit so einem Samt ausgeformt ist. Also da finde ich irgendwie komische drin. Manche Ecken sind einfach nicht so qualitativ, andere dafür umso mehr sehr schräg. Was auch sehr qualitativ ist, ist dieses Element hier aus diesem gebürsteten Alu-Look. Hier auch nochmal das Audi Quattro-Zeichen drauf. Hier nochmal sehr schön haptisch auch für die Finger. Ein cooles Muster. Lüftungsdüsen sind so eine Sache. Ich fand die davor beim A3 irgendwie cooler. Wir haben die auch so drehen konnte. Hier haben wir jetzt eben diese waagrechte mit dieser leichten Hutze darüber. Was ich gut finde, ist, wie das Infotainment hier integriert ist. Sehr schön mit diesen zwei klavierlackfarbenen Elementen. Und ja, Kritikpunkt war oft und ist oft diese zwei Lüftungsdüsen hier oben. Man fühlt sich nämlich wie in so einem Jet. Irgendwie ist es für mich ja alles nicht so symmetrisch hier drin. Das ist aber Geschmackssache.
Und da möchte ich euch nicht reinquatschen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt so findet. Mittelkonsole geht es dann weiter. Relativ viel Hartplastik jetzt hier in der Mitte. Hier auch bei den Cupholdern haben wir so kleine Plastikösen, die man rausmachen kann. Das hätte auch ein bisschen besser verarbeitet sein können. Aber dafür haben wir jetzt hier ein kleines Tüchlein drin. Hier ausreichend Platz und nochmal so eine Matte, die man rausnehmen kann. Falls mal ein Stück Schokolade oder so da drin schmilzt, kann man das auch relativ schnell wieder putzen. Tüchlein ist dafür wichtig, dass man jetzt hier vorne eben putzen kann. Weil wir haben ja alles aus Klavierlack und auch aus mit Touch, was interessant ist. Hier ist der kleine Shifter für das 6-Gang-DSG. Hier drüber könnt ihr dann die Lautstärke regeln, indem man hier eben so rüber swiped oder hier drauf drückt. Start-Stopp-Knopf ist hier vorne und hier dann auch nochmal eine induktive Ladefläche plus zwei USB-C-Anschlüsse. Hier drunter dann die ganzen Drive-Select-Knöpfe. Ich drücke vielleicht mal kurz drauf, dann seht ihr es eben. Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Was man alles einstellen kann, zeige ich euch jetzt auch noch ganz schnell. Kein adaptives DCC, das ist ein bisschen schade, das gibt es hier tatsächlich nicht, beim GTE gibt es das, aber was ich jetzt sagen würde, ist, dass Jan mal reinkommt, weil der holt sich sonst einen Hexenschuss, wenn er sich so runterbücken muss und wir besprechen jetzt hier vorne alles Wichtige, dann sitzt er auch ein bisschen bequemer. Ja, es ist Konfigurationssache, aber ich würde hier auf jeden Fall immer das unten abgeflachte Lenkrad nehmen. Hatte ich damals auch, finde ich deutlich schöner, aber auch Geschmackssache. In der Mitte dann auf dem Breitopf das Audi-Logo, das ist sehr gut verarbeitet. Hier auch nochmal so eine Chromspange drumherum. Hier drüber können wir das Infotainment-System vorne anders einstellen. Einmal so oder einmal so. In der Mitte dann sehr schön die Karte, so habe ich es mir mal eingestellt. Man kann sich aber auch beispielsweise den Verbrauch reinmachen oder eben auch andere Dinge. Hier drüben alles für die Spracherkennung und fürs Telefon anrufen und abnehmen. Und hier dann auch nochmal eben Lautstärkepegler, falls man das eben nicht hier über dieses Touch-Element machen möchte. Übrigens bekommt ihr auch noch ein Head-Up-Display. Das haben wir jetzt hier nicht hinzukonfiguriert. Kostet, glaube ich, irgendwas über 1000 Euro. Das ist immer ganz gut, wenn man noch auf der Straße eben die wichtigsten Informationen projiziert hat. Aber es kostet halt eben auch was. Jetzt schauen wir uns mal hier das Infotainment-System an. Das ist wie gewohnt sehr gut. Das ist MIB. Kennt man ja eben aus dem VW-Konzern. Und was ihr erstmal machen könnt, ist, wenn ihr jetzt hier länger drauf drückt, euch die Kacheln jetzt hier so verschieben, wie ihr möchtet. Jetzt drücke ich hier nochmal drauf, ziehe das jetzt hier runter, habe jetzt beispielsweise die Einstellung nach oben gemacht, drücke einfach auf Fertig und dann ist es mir so eingestellt, wie ich möchte. Die wichtigsten Sachen sind tatsächlich auch bei Fahrzeug zu finden. Audi Drive Select habe ich euch gerade schon gezeigt, leider kein adaptives DCC. Hier haben wir noch kurz die Statistiken und hier das Wichtigste für den Plug-in-Hybrid und zwar ist es Laden und Effizienz. Da könnt ihr dann eben das Laden einstellen, tatsächlich auch Time, könnt dann einstellen, wenn ihr den beispielsweise daheim an der Wallbox habt, wann soll der anfangen zu laden, täglich beispielsweise oder immer nur am Montag, um welche Uhrzeit, dann könnt ihr das eben vorplanen, habt hier die verschiedenen e-tron-Modi, einmal EV, elektrisch fahren, dafür gibt es hier unten übrigens auch noch einen Knopf. Und ihr habt auch Auto-Hybrid, Batterieladung intelligent nutzen, also da entscheidet das Auto selbst, was passiert. Battery Hold ist tatsächlich, dass der aktuelle Batteriestand gehalten wird. Und Battery Charge ist, dass die Batterieladung erhöht werden soll. Dazu kommt dann der Verbrenner eben dazu, lädt dann den Akku wieder auf, was energiepolitisch vielleicht nicht so viel Sinn macht, aber sehr gut ist, wenn ihr mal zum Beispiel in emissionsfreie Zone oder so fahren müsst, könnt ihr eben die Batterie wieder vorher aufladen, dass ihr da kein Trouble bekommt. Hier ist dann sonst noch alles zu eben Medien, Apple CarPlay, Android Auto funktioniert natürlich, ihr könnt euch Favoriten hier einspeichern, habt ihr auch Live-Wetter-News, hier oben ist leider der Empfang nicht so gut, aber normalerweise klappt das ganz gut, habt ihr auch noch verschiedene Einstellungen zum Fahrzeug, unter anderem eben Anzeige Helligkeit und habt hier eben auch das große MMI-Cockpit, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, könnt ihr auch alles sehr heller stellen. Und so viel jetzt erstmal hier zum Innenraum, Klimaanlage vielleicht noch ganz kurz, Sitzheizung kostet optional nochmal 300 Euro, ist jeden Cent wert, vor allem jetzt hier im Winter natürlich, könnt hier eben dann das AC einstellen, je nachdem wie ihr es möchtet und auch eben aus- oder anmachen. Hier unten habt ihr eben Drive Select, das ESC, den EV-Knopf und dann eben auch noch die Parkpiepser und hier eben auch noch das Ausparken. Leider ist hier keine Rückfahrkamera reinkonfiguriert, das ist sehr schade, die hätte ich euch gerne gezeigt, aber was wir jetzt machen ist, gemeinsam mit Jan hier mal ein bisschen rumfahren und dann erzähle ich euch, wie er sich so gefahren hat und vor allem, was wir verbraucht haben. Kommt mit! Wir fahren jetzt los. Ich habe den Jan jetzt mit dabei. Hallo Jan, schön, dass du mit dabei bist. No, mit der Hand über unseren Badensack. Und jetzt starten wir hier vorne mal den A3. Ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt hier fährt, denn den 40 TFSIe sind wir ja schon gefahren. Den 45 TFSIe noch nicht. Danke fürs Saubermachen. Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Also jedes Mal, wenn ich jetzt hier drauf klicke, auch auf den Start-Stopp-Knopf, hat man halt eben so ja, ein bisschen schmuddelige Oberflächen hier. Runtergedrückt in D.
sind wir im D-Modus. R, leider keine Rückfahrkamera. Vollkatastrophe. Ich würde auf jeden Fall einen rein konfigurieren. Liegt aber wahrscheinlich an meinen Fahrkünsten und eben nicht am Auto an sich. Und wenn wir jetzt losfahren, muss ich mal gucken, dass wir hier jetzt erstmal keinen haben, der uns entgegenkommt. Und ihr hört jetzt, wir fahren rein elektrisch los hier unten. Wenn man auf den EV-Knopf drückt, kann man den dazu zwingen, wenn ich jetzt wieder hier wegdrücke, ist entweder EV oder der Hybridmodus. Und auch im Hybridmodus beginnt der immer rein elektrisch zu fahren. Warum macht das total Sinn? Weil man eben beim Anfahren die meiste Energie und vor allem das meiste Benzin verbraucht. Und deswegen ist es rein elektrisch natürlich viel effizienter. Ihr seht jetzt da vorne auch, dass wir jetzt nicht mehr so viel Batterie haben. Wir haben den natürlich auch leer gefahren und angegeben ist die Reichweite ja zwischen 58 und 62, 63 Kilometer. Wir sind leider nicht so weit gekommen, ne? Ja. Bei uns waren es 45 Kilometer, das ist okay. Bei mir vielleicht eher schon Richtung 50, weil ich ein bisschen anders fahre als Jan. Der gibt vielleicht eher mal ein bisschen mehr Gas und dadurch geht der Akku auch leerer. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, ist vielleicht erstmal Drive Select hier unten. Wir gehen gemeinsam in Dynamic, waren schon in Dynamic. Ich bremse mal runter und wir beschleunigen jetzt mal und schauen mal, was der kann. Ja. Und 100. Das ist okay. Man hat es jetzt vorne ein bisschen gemerkt, ne? Allrad gibt es hier halt leider nicht. Ja, stempelt leicht beim Losfahren. Mhm. Warum gibt es eigentlich kein Allrad? Kannst du mir das erklären? Das kann ich erklären, dafür bin ich da. Erstmal sind es gute Bremsen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Jesse keine Vollbremsung gemacht hat. 340 mm vorne, 310 hinten. Allrad kann es in diesem System nicht geben, weil der Akku hinten, wenn Jesse euch vielleicht die Energieflussanzeige reinmacht, könnt ihr sehen, wo der ist. Also vor der Hinterachse. Der liegt quasi da, wo die Lamellenkupplung die Kraft von vorne nach hinten verteilen würde. Und da ist quasi einfach kein Platz. Schaut mal, hier ist es. Deshalb ist dieses Auto immer frontgetrieben. Nur finde ich den fahrdynamisch so gut, dass ich kein Allrad vermisse. Aber ich will eigentlich der Dame hier nicht so viel vorwegnehmen, deswegen erzählt Jesse euch. Das ist vollkommen okay, hätte ich das jetzt auch gleich gefragt. Tatsächlich ist er sehr dynamisch, deutlich dynamischer eben als der 40 TFSI. Hat er auch ein paar PS mehr, ne? Nämlich 40. In der Kurve liegt er auch gut. Wir haben ja jetzt auch einen relativ tiefen Schwerpunkt durch den Akku, was gut ist. Auch die Gewichtsverteilung, vorne Motor, hinten Akku ist ganz nice. Aber was man tatsächlich sagen muss, der Sound ist jetzt gar nicht mehr so gut, ne? Das stimmt, der Sound ist quasi nicht da. Da muss man zum Cupra, Leon oder Golf GTI wahrscheinlich greifen. Ja. Tatsächlich. Übrigens, ein Modewort unserer Zeit, der Generation Y, Z oder was auch immer, ist tatsächlich. Echt? Ich dachte cringe. Ja, sehr cringe. Du bist aber immer ein bisschen cringe. Ja, gut. Dann haben wir jetzt über Modewörter gesprochen. Was wir noch besprechen können, ist auf jeden Fall der Verbrauch. Wir haben jetzt hier rein elektrisch knapp unter 30 Kilowattstunden gebraucht. Das ist tatsächlich viel, ich sage jetzt schon wieder tatsächlich, weil wenn man das jetzt mit einem rein elektrischen Auto vergleicht, schleppt man eben den Verbrenner mit, hat dadurch eben einen höheren elektrischen Verbrauch und der Akku ist natürlich auch deutlich kleiner. Was haben wir denn mit Benzin verbraucht, Jan? Tatsächlich haben wir 6,5 Liter verbraucht im Schnitt. Auf der Autobahn habe ich mal oder wir über 10 Liter verbraucht. Auf der Landstraße haben wir mal 6 Liter verbraucht, in der Stadt mal 8. Kommt ein bisschen aufs Gasfüßchen drauf an. Wichtig ist, schleppt man jetzt eigentlich aus eurer Sicht einen Verbrenner oder einen E-Motor oder einen Akku mit? Ich weiß es nicht. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja. Fahrwerk. Fahrwerk ist sehr straff. Als Fahrerin finde ich es gut. Als Beifahrerin fand ich es ein bisschen nervig. Wir haben jetzt hier auch kein adaptives DCC und ich saß neben Jan mit dem Laptop und mich hat es auch schon so ein bisschen rumgeschüttelt. Da hätte ich jetzt so ein komfortableres Fahrwerk ein bisschen besser gefunden. Ich habe 3 Blompen verloren. Ja. Was haben wir denn noch hier für verschiedene Modi? Was ändert sich denn? Wir haben jetzt hier noch Komfort. Vielleicht zeige ich euch, was sich ändert. Eigentlich ist es nur der Antrieb und die Lenkung. Und ja, die Lenkung wird ein bisschen komfortabler, ein bisschen weicher, nicht so direkt wie in Dynamic. Das kann man eigentlich auch direkt, wenn man dann dazwischen zappt, sehen. Jetzt ist es ein bisschen straffer, jetzt ist es eben ein bisschen komfortabler. Ihr habt auch noch einen Efficiency-Modus, den ihr einstellen könnt. Oder einen Automodus, dann passt es sich je nachdem an, ob ihr jetzt total aufs Gas drückt oder eben ein bisschen
entspannter Fahrt. Ansprechverhalten vom Gas passt sie noch an. Ne? Ja. Was dann vielleicht noch wichtig ist bei Elektro- bzw. Plug-in-Hybriden, ist, es gibt ja diesen Punkt, der Verbrenner kommt dazu, der Elektromotor kommt dazu. Wie ist quasi die Abstimmung miteinander? Harmonieren die, so wie Jesse und ich? Oder sind die sich spinnefeind und das Auto dreht extrem hoch und es fühlt sich alles sehr unrund an? Ich fand es sogar besser als beim 40er und man hört natürlich leicht, wenn der Motor dazukommt, aber das war schon ziemlich rund. Was auch rund funktioniert, ist das 6-Gang DSG. Wir haben ja jetzt hier keine 7 Gänge, weil der Elektromotor im Getriebegehäuse sitzt und deswegen sind die 7 Gänge einfach nicht möglich. Hat dir der 7. Gang gefehlt, Jan? Null, ich habe nicht mal gemerkt, aber jetzt von mir, Jesse hat mal kurz Sendepause, darf ein bisschen das Fahren genießen. Kleiner Geheimtipp, was viele nicht wissen und mich auch viele Freunde gefragt haben, die 245 PS Version, was kann die besser als die 204 PS Version? Beide sind die gleichen Versionen, nur der Elektromotor ist bei der kleineren Version ein bisschen gedrosselt, deshalb gäbe es einen kleinen Spartipp von mir. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann gibt es noch ein kleines Fazit und ich werde euch verraten, was der jetzt so kostet. Kommt mit! Jetzt gibt's wie versprochen Preise und mein Fazit. Erstmal Frage an euch, wie findet ihr den neuen A3 generell? Ich bin sehr gespannt. Er sieht natürlich ein bisschen muskulöser aus, ein bisschen sportlicher, vor allem eben die RS3-Variante, von der war ich sehr begeistert. Schaut da gerne mal bei unseren Reviews vorbei. Aber jetzt sprechen wir über das Beste aus zwei Welten. Ist es das Beste aus zwei Welten? Einerseits der Plug-in-Hybrid. Wir können elektrisch fahren. Andererseits haben wir den Verbrenner. Und damals beim 40 TFSI E war ich ja ein bisschen, ich sag nicht enttäuscht, aber der hatte mir so ein bisschen zu wenig Bums. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, den heute fahren zu dürfen, beziehungsweise die letzten zwei Wochen. Und ja, der kann was, der macht Spaß. Und ich würde auch behaupten, hier ist wirklich das Beste aus zwei Welten vorhanden. Denn wir haben eine ausreichend lange Reichweite, 45 Kilometer. Ist für einen Durchschnittspendler sehr angenehm. Da kann man fast eine Woche lang, je nachdem wie weit man pendelt, auf jeden Fall rein elektrisch fahren. Man kann auf der Arbeit laden, wenn man die Möglichkeit hat. Man kann daheim laden, wenn man die Möglichkeit hat. An der Stelle schaut gerne auch nochmal bei unserem Kooperationspartner Next Level Energy vorbei. Und das ist gut. Auch das Zusammenspiel zwischen Verbrenner und Elektromotor funktioniert hier sehr gut. Der wird nicht zu laut. Natürlich fehlt so ein bisschen der Sound von der Performance-Variante. Aber dann kann man sich auch einfach keinen Plug-in-Hybrid kaufen. Sonst ist es innen drin ein Audi. Er ist noch immer gut verarbeitet, aber nicht mehr sehr gut verarbeitet wie damals in der Vergangenheit. Und jetzt sprechen wir über die Preise, weil darum geht es ja jetzt. Er macht Spaß, gutes Fahrwerk, tolles Auto, bisschen Abzüge eben im Innenraum. Und jetzt geht es darum, was kostet er? Der 40er ist 4.000 Euro günstiger als der 45er. Der beginnt jetzt bei 41.440 Euro, der andere eben dann bei 37.400 Euro. Der GTE beginnt bei 41.900 Euro. Der scheint jetzt erstmal auf den ersten Blick ein bisschen teurer zu sein. Ausstattungsbereinigt ist der Audi A3, aber jetzt hier mit der gleichen Motorisierung ungefähr 2.000 Euro teurer. Aber man fährt eben auch einen Audi. Und jetzt habe ich euch hier noch die Ausstattungsliste dabei. Und ihr seht, hier ist relativ viel reinkonfiguriert. Insgesamt sind es fast 10.000 Euro und wir kommen auf einen Preis von 50.000 Euro. Ja, da muss man erstmal schlucken, aber ich habe eine gute Nachricht für euch und zwar gibt es ja noch die Förderung, die ihr aktuell bekommt und die ist jetzt bei Plug-in-Hybriden bis zu 6.750 Euro hoch und ihr profitiert von der Dienstwagensteuer von 0,5%. Bedeutet, ihr bezahlt dann nur die Hälfte wie bei einem Verbrenner. Heißt, eigentlich würde das Auto für euch dann 25.000 Euro kosten. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, wen das auch interessiert, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Daher abonniert gerne den Kanal, wird uns tierisch freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!